Hallo und willkommen in der Büchergalaxie. Heute geht es um das Buch Der Tote im Dorfteich. Dieser Krimi wurde von Franziska Gehm geschrieben und ich lese dieses Buch gerade in der Schule als Lektüre. Es hat mir einfach von Anfang an Spaß gemacht, diesen Krimi zu lesen und es war ein wirklich, wirklich spannender Krimi. Und wenn ihr wissen wollt, worum es in diesem Buch geht, dann seid ihr hier genau richtig. Außerdem werde ich euch noch erklären, wie man kleine Textauszüge analysieren kann und sprachliche Stilmittel deuten kann. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Und außerdem werde ich noch näher auf die Hauptcharaktere eingehen und klären, was ein roter Hering in einem Buch ist. Und an alle Angler, nein, es ist nicht das, woran ihr gerade denkt. In diesem Krimi geht es um Jannik Jensen. Jannik ist 16 Jahre alt und fährt auf Wunsch seiner Mutter übers Wochenende zu seiner Oma Hanne nach Ribberow. Ribberow ist ein sehr einsames und verlassenes Dorf. Und man kann sogar sagen, dass Jannik seine Oma hasst, weil die Oma, die ist sehr gefühlslos, sehr leblos und sie juckt es, sag ich mal so, sie juckt es nicht, ob da jemand da ist oder ob niemand da ist. Deswegen denkt er, dass seine ganzen Ferien wirklich im Arsch sind. In Ribberow trifft Jannik aber sofort auf seinen alten Kumpel Till. Till nennt Jannik immer GG. Ich bezweifle, dass er ihn JJ nennt. Und sie sind sozusagen noch beste Freunde. Und so, wie man das so macht, trifft man sich dann erstmal. Und weil Till sehr gerne angelt und sie das früher auch oft gemacht haben, tun sie es auch dieses Mal. Und wie es in Büchern so ist, wird es kein langweiliges, kein lahmes Wochenende, sondern es passiert etwas Spannendes. Sie angeln nämlich. Und jetzt ratet mal, was Jannik mit seiner Angel aus dem Weiher zieht. Und ich kann euch schon mal verraten, es ist kein roter Hering. Ja, Jannik zieht nämlich eine Hand von einem Skelett aus dem Weiher. Und ab diesem Punkt nimmt der Krimi wirklich richtig, richtig Fahrt auf. Erst steht Jannik ja unter Schock, aber dann will er natürlich wissen, was ist hier passiert und weiß jemand, was da passiert ist? Hat das jemand gesehen? Wann ist das passiert? Wer war das Opfer? Und noch 10.000 Fragen mehr. Aber nicht nur Jannik will herausfinden, was ist passiert, sondern auch wir wollen wissen, was dort los war. Wir wollen diese Leerstelle füllen, weil wir wissen ja nicht, wer es war. Aber beim Lesen stellen wir Vermutung auf. Das passiert automatisch. Habe ich selber gemerkt. Schon nach den ersten 10 Seiten meinte ich zu wissen, wer es war. Ja, Oma Hanne war es. Ja, richtig. Ja, kann ich es wissen? Nein, ich denke nicht. Aber sie reagiert schon so komisch. Man kann Vermutung aufstellen. Man will mit Jannik sozusagen und mit Till diesen Fall lösen. Und dann kommt raus, es war Mord. Durch irgendwelche DNA-Tests konnte man dann auch herausfinden, wer das Opfer war. Das Opfer war ein Mann namens Frank Schelk. Frank Schelk konnte so einfach identifiziert werden, weil er schon in einer Polizeiakte vorzufinden war. Frank Schelk, du hast es super gemacht, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Naja, jedenfalls wird das Buch ab dort viel interessanter. Das ganze Dorf hat dann nämlich mitbekommen, ein Toter ist im Weiher gefunden worden. Und jetzt das Interessante, die Reaktion. Oma Hanne. Sie will nicht, dass nachgeforscht wird. Sie ist interessiert, aber sie scheint irgendetwas zu wissen. Und vor allem, sie scheint etwas zu verheimlichen. Das ganze Dorf, es scheint überrascht zu sein und zu interessiert, aber das ganze Dorf verhält sich so komisch und reagiert so komisch auf Jannik, schon fast feindselig. Und diese Reaktionen, die sind wirklich das Interessante. Und ab da kann man dann wieder 1000 neue Vermutungen aufstellen. Und so kommen
immer wieder neue Hinweise hinzu. Zum Beispiel Frank Schelk wurde an einen Ackerpflug, an einen halben Ackerpflug mit einem Seil gebunden, sodass er im Weiher ertrank. Und was macht Yannick? Er sucht in der alten Scheune von Hanne und seinem Opa, der schon verstorben ist. Was findet er? Einen halben Ackerpflug. Und dann geht's nämlich noch weiter. Frank Schelk ist gar nicht ertrunken. Und so geht der Krimi immer weiter. Es kommen neue Hinweise hinzu. Und Till und Yannick finden viel mehr über Schelk heraus. Und sie scheinen dem Fall näher auf die Schliche gekommen zu sein als je zuvor. Doch Till, Yannick, ich muss euch leider verraten. Ihr seid noch tausende von Meilen an der Wahrheit entfernt. Denn es gibt ein dunkles, ein wirklich richtig dunkles Geheimnis. Und nicht nur das. Während seines Aufenthalts in Ribberow lernt er auch noch ein Mädchen namens Rike kennen. Er mag sie auf den ersten Blick, aber Rike ist wirklich ein eigenartiges Mädchen. Sie hat zwei verschiedene Seiten. Sie lässt niemanden nah an sie heran, aber sie ist auch schön und hat etwas, irgendwie etwas ganz Besonderes. Und so sind ganz viele Sachen zusammen verstrickt. Alles passt nicht zusammen, aber passt irgendwie doch zusammen. Und so wird es wirklich zu einem wirklich, habe ich jetzt zweimal wirklich gesagt? Auf jeden Fall ist es so ein aufwühlender und geheimnisvoller Krimi. Und jetzt, ich warne euch. Jetzt muss ich einmal kurz spoilern. Also an alle, die dieses Buch wirklich zu Ende lesen wollen und Spaß daran haben und wirklich selber herausfinden wollen, wer der Mörder war, der sollte jetzt kurz vorspulen. Aber wer jetzt einfach nur noch wissen möchte, wie es ausgeht, der kann mir jetzt zuhören. Ein bisschen komisch, aber ich an eurer Stelle würde auch vorspulen. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt sagen, wer der Mörder ist. Also einmal kurz vorspulen, jetzt habt ihr noch die Zeit dazu. 3, 2, 1, the final countdown. Okay, Spaß beiseite. Der Mörder ist, ihr könnt es euch selber aussuchen. Entweder ist niemand der Mörder, entweder gibt es keinen Mörder oder das ganze Dorf sind die Mörder. Man kann es nicht anders sagen, Frank Schelk war ein wirkliches Arschloch. Er hat das gesamte Dorf betrogen, provoziert und geärgert und er war schadenfroh. Er war dann ein reicher Mann dadurch, dass er sie betrogen hat und jeder aus dem Dorf hatte den Grund, Frank Schelk zu töten. Aber es war nicht einer, sondern es war das ganze Dorf. Frank Schelk wollte nämlich nach China ausreisen und wollte zum Abschluss oder um das Dorf nochmal zu provozieren, noch einmal nach Ribberow kommen. Er geht in die Kneipe, wo das gesamte Dorf war und die betrinken sich da alle und können hinterher gar nicht mehr klar denken. Und Schelk, der provoziert während seines Aufenthalts in dieser Kneipe nochmal alle Leute, dass jeder so eine Wut auf ihn hatte. Und weil sie so betrunken waren, hat es sich immer weiter aufgehitzt, kam zu einer Prügelei und dann wollte nur noch jeder. Ich weiß nicht, ob es deren Entscheidung gewesen wäre, wenn sie normal denken könnten. Aber in dem Moment wollte jeder, dass er einfach aus Ribberow verschwindet, aus deren Leben verschwindet und vielleicht sogar komplett verschwindet. In dem Moment hoffentlich nur. Denn sie sind Schelk dann mit einem Messer hinterhergerannt. Alle mit Messern und was sie so zu fassen bekamen. Und dann, ja, bekam Schelk doch mal einmal in seinem Leben Angst und ist um sein Leben geflohen. Er rennt durch die Gassen in eine Sackgasse. Und das war natürlich für ihn nicht so gut und aus Panik, weil die waren alle die konnten alle nicht mehr klar denken. Und deswegen ist er aus Panik eine Mauer hochgeklettert und hinten rüber gesprungen. Aber diese Mauer war wirklich sehr hoch und er ist falsch gelandet und dadurch wirklich, ja, gestorben. Und so dürft ihr jetzt entscheiden, wer war der Mörder. War es niemand? War es Frank Schelks Schuld?
und er hat die alle provoziert und es war eh nur ein Unfall? Oder hat das Dorf Frank Schelk bedrängt? Das hat es definitiv, aber zählt es dann als Mord oder als Unfall? Das ist eure Entscheidung und ich hoffe einfach, dass es euch jetzt etwas überrascht hat. Mich hat es auf jeden Fall im ersten Moment mega überrascht, wer der Mörder war. Und ja, hallo, hallo, ihr könnt wieder zuhören. Jetzt ist alles vorbei. Ja, ihr könnt wieder eure Ohren öffnen. Und jetzt werde ich euch noch kurz zeigen, wie man einen kleinen Textauszug aus dem Buch analysieren kann und vor allem, wie man in diesem Text sprachliche Stilmittel findet und vor allem, wie man sie richtig deuten kann. Als allererstes sollte man sich die ein, zwei Seiten natürlich gründlich durchlesen. Und wenn ihr Glück habt, dann fallen euch schon ein paar Besonderheiten auf. Und bestimmt ist dort dann auch eine sprachliche Besonderheit dabei. Und es gibt diese sprachlichen Stilmittel und die sollte man auswendig lernen. Und jetzt kann ich euch zum Beispiel schon ein paar... Nein, jetzt nenne ich euch nochmal ein paar Stilmittel. Es gibt zum Beispiel eine Alliteration, das sind mehrere kurz aufeinanderfolgende Wörter und alle beginnen mit demselben Buchstaben. Vielleicht kennt ihr den Spruch, Milch macht müde Männer munter, alles. Alle Anfangsbuchstaben beginnen mit, alle Wörter beginnen mit M. Dann gibt es auch so eine Akkumulation, könnt ihr mal googeln. Eine Personifikation, Dinge übernehmen, menschliche Eigenschaften, ein Vergleich. Das wird oft mit wie eingeleitet und das läuft einem eigentlich jeden Tag über den Weg. Ich bin schlau wie Albert Einstein und das beschreibt halt nochmal Sachen näher, obwohl man es jetzt eigentlich auch gar nicht gebraucht hätte bei diesem Beispiel. Naja, Spaß. Dann gibt es einen Parallelismus, einen Klimax, wo sich die Aussage immer steigert. Dann eine Ellipse, das ist ein unvollständiges Satz, das findet man auch ganz oft. Klar, Punkt. Ich komme gleich. Das wäre zum Beispiel eine Ellipse. Repetitio ist eine Wiederholung und natürlich, das kennen wir, endlich mal auch etwas Deutsches, wörtliche Rede. Das sind alles sprachliche Stilmittel und die sollte man dann in dem Text gut finden. Und wenn wir jetzt mal auf Seite 40 gucken, da sehen wir dann den Spruch oder wie da dort wird Rico beschrieben. Rike ist ja das Mädchen, was Yannick so mag und sie wird beschrieben mit, sie hatten etwas Klares, Hartes, wie geschliffene Steine. So beschreibt der Erzähler Rike. Und jetzt muss man erstmal gucken, was ist das überhaupt für ein Stilmittel? Oder ist das überhaupt ein Stilmittel? Und jetzt können wir anfangen zu raten. Alliteration? Nein. Akkumulation? Nein. Personifikation? Nein. Vergleich. Ja, das hört sich doch schon besser an, ne? Richtig, das ist nämlich ein Vergleich, wird mit dem Wörtchen wie eingeleitet. Wie geschliffene Steine. Und es wäre noch ein Klimax oder ein Parallelismus, etwas Klares, Hartes, wie geschliffene Steine. Es steigert sich von der Aussage. Und jetzt haben wir gleich in einem Satz schon zwei, drei Stilmittel gefunden. Das ist schon mal sehr gut, aber jetzt geht es ja natürlich um auch noch darum, diese Dinge zu deuten. Und dann gucken wir uns erstmal die geschliffenen Steine an oder vor allem die Steine. Was fällt euch jetzt, beginnen wir es mal einfach, was fällt euch zu Steinen ein? Gefühlslos. Man kann nicht in Steine reingucken und die sind hart, rau, grau und leblos. Und wenn man das jetzt auf die Person Rike bezieht, Rike ist unverständlich. Sie ist verschlossen, sie ist geheimnisvoll und zeigt kaum Gefühle. Also man muss sich erstmal das Wort angucken, womit Rike verglichen wird und dass das etwas auf Rike übertragen, was das dann auch als Mensch bedeuten könnte. Und dann gucken wir uns nochmal das Klare, Harte an. Etwas Klares ist ja etwas Schönes. Da denkt man an schöne, hellblaue Augen, die viel aussagen, die aussagekräftig sind und dass sie sehr selbstbewusst auftritt und auch ein bisschen schön ist. Das kann man aus klar und hart interpretieren. Und jetzt die Deutung ist, dass Rike sozusagen zwei Seiten hat. Ihre eine Seite ist, sie hat keine Abneigung, aber sie lässt nicht viel zu. Sie ist sehr emotionslos und zeigt kaum Gefühle und sie ist auch manchmal unverständlich. Man kann sie nicht verstehen. Man kann Steine auch nicht verstehen, außer dass sie Steine heißen, ne? Und das kann man auch noch nicht verstehen, warum heißen Steine Steine.
Dann wird Rika aber auch noch mit einer anderen Seite beschrieben. Sie ist schön, sie ist selbstbewusst und das ist auch ja etwas sehr Positives. Und so kann man aus dem Vergleich wie geschliffene Steine und aus dem Klaren und dem Harten etwas völlig Neues und etwas bisschen Komplexes interpretieren. Und noch ein kleines Beispiel. Auf Seite 78 steht, ich meine, die meisten kommen höchstens bis zur Türschwelle. Dort hat Yannick Rike besucht und Till ist sehr eifersüchtig auf Yannick und er meint halt, dass die meisten nur bis zur Türschwelle kommen und nicht in ihr Haus rein. Aber das ist auch wiederum eine Metapher, dass Rike niemanden an sich ranlässt. Es gibt so eine Grenze, die Türschwelle steht für die Grenze. Und Yannick durfte in das Haus rein. Das heißt, Yannick hat diese Grenze überschritten. Und das macht Till in dieser Situation so wütend. Und das ist einfach eine klare Metapher, die wirklich schwierig zu erkennen ist, aber wenn man sie richtig interpretiert, wirklich sinnvoll ist. Und wie ich es euch versprochen habe, werde ich jetzt nochmal ganz kurz auf drei Charaktere eingehen. Yannick ist nicht so der schüchterne Typ, aber er ist auch nicht so der Typ, der mit richtig Energie durch den Tag brettert. Er ist eher ein normaler Typ, der in allem so normal ist, aber sich auch sehr mit Till amüsieren kann, sage ich jetzt mal. Yannick ist nämlich 16 Jahre alt, er ist 1,84 groß, was jetzt auch sehr, sehr interessant für euch ist. Auf jeden Fall lebt er mit seiner Mutter in einer großen Stadt Pitzlau. Und ich erwähne mit seiner Mutter, denn er hat seinen Vater nie kennengelernt, aber alle sagen nur über den Vater, dass er ein wirkliches Arschloch war. Außer seiner Mutter hat Yannick nicht wirklich einen, der noch zu seiner Familie gehört, außer natürlich Oma Hanne, zu der er aber leider keinen guten Draht hat. Mein zweiter Charakter, den ich noch einmal beschreiben wollte, ist Till. Till ist ein wirklich sehr, sehr großer Mann und gehört zu der Hempel-Familie. Er ist 20 Jahre alt oder 21, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Auf jeden Fall ist er ja Polizist oder hat gerade die Ausbildung zum Polizisten gemacht. Deswegen ist das Buch ja auch so spannend. Er ist Polizist, aber er weiß selber nicht wirklich, was Sache ist. Und er ist Yannicks Freund. Sie haben früher immer zusammen Spaß gemacht. Und viel mehr wurde auch nicht über Till berichtet. Nur, dass er halt sehr eifersüchtig auf Yannick ist, dass Yannick einfach Rike wirklich besuchen konnte. Und jetzt kommen wir noch einmal zu Oma Hanne. Oma Hanne ist wirklich die für mich am interessantesten war, weil sie einfach so etwas Geheimnisvolles hatte und etwas wirklich sehr, sehr Seltsames. Zum Beispiel, als Yannick am Anfang ankam und fragt, ob jemand da ist, antwortet Hanne erst, als Yannick ihr gegenübersteht. Und ihr erster Satz ist, sieh mal an, Besuch. Hanne spricht auch sehr geheimnisvoll und man weiß nie, was in ihrem Kopf vorgeht. Und man weiß nie, ob Hanne die ganze Wahrheit sagt oder ja, nur die halbe Wahrheit sagt. Und Hanne hält sich kurz und sagt nur das Nötigste. Und sie verhält sich nicht wie eine Oma, sondern eher wie eine Fremde, die Yannick schon mal irgendwann gesehen hat. Und weil sie ihn nicht begrüßt und kühl bleibt. Und außerdem befiehlt sie Yannick, dass er Holz hacken soll und so anderen Sachen, ohne wirklich einen Ton von sich zu geben. Irgendwie etwas Verwandtschaftliches, irgendwie, dass sie Yannicks Oma ist. Sie verhält sich wirklich sehr, sehr seltsam und von Anfang an verdächtig. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum lang erwarteten roten Hering. Der rote Hering ist nämlich kein Fisch, sondern ein Kunstgriff, den insbesondere Autoren häufig benutzen. Autoren wollen mit einem roten Hering nämlich falsche Fährten setzen. Zum Beispiel, Yannick kommt bei Oma Hanne an und sieht, dass die Tischdecke blutverschmiert ist. Und dann hinterher passiert noch ein Mord und so. Das heißt, alle legen ihren Fokus auf Oma Hanne. Aber vielleicht ist das ja nur eine falsche Fährte und hinterher gibt es eine überraschende Wendung. Rote Herings haben einfach nur die Aufgabe, die Leser zu verwirren und wirklich auf einen falschen Gedanken zu bringen.
Liebe Angelkameraden, nein, es ist kein Fisch. So, das war's jetzt schon von meiner Seite. Und ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, worum es in diesem Buch geht, was man alles beachten muss in diesem ganzen Krimskrams. Und ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Wenigstens, dass der rote Hering in einem Buch kein Fisch ist. Okay, und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.